Und jetzt, wo wir Kahn genug gekoppelt haben, was für ein Run, dritter Platz. Aber ja, wir haben das Grand Final. Und es ist das Match, auf das wir seit 3 Jahren warten, oder 4. Ja. Es ist Nikki gegen Kinso. Und im Winners Final hat Nikki 3-2 sehr, sehr knapp das Set an sich reißen können. Aber 3-2 heißt für mich immer, ungeachtet von Counterpick-Stages, wir sind in einem Set, in dem beide Spieler gewinnen alles können. Gewinnen können. Ja. Das ist wichtig. Also, wer außer Kinso kann von sich sagen, er kann gegen Nikki gewinnen, dann hat eine realistische Chance. Niemand hier in diesem Raum. Niemand in diesem Raum. Basti, I guess. Ja. Aber Basti wurde heute auch ganz schön Basti wurde die letzten Male, letzten Male, glaube ich. Ich glaube, es war heute das erste Mal seit einer Weile, dass er ein Game von den Icys genommen hat, was als Peach crazy ist. Basti ist stark. Aber Nikki ist der Nobble-Goblin. Die Nummer 1 in Deutschland. Jetzt gegen die Nummer 2, genau wie das Seeding es erwartet hat. Kinso gegen Nikki Grand Finals. Nikki startet aus dem Winners, aber Kinso startet stark in das Set. Ja. Hat er ein Game, hat er ein Set 1 in Winners auch schon gemacht. Direkt mal voll gut angefangen. Und hat das Match dann verloren. Hat das Match dann verloren, true. 0%. 0 zu tot. Und zwar 2 auf einmal. Und zwar 2 auf einmal. Das ist ja dann doppelt 0 zu tot. 0 Quadrat zu tot, Mann. Wie lustig wäre das, wenn Icys nur 2 Stocks hätten, weil sie ja. Du bist der schlechteste Charakter am Spiel. Ja, Mann. Aber Wobbling ist nicht banned. Ja, ich würde es nehmen. Was ist der Trade-off, Mann? Oder? Bin ich mal gespannt auf Wobble 2.0, den Nikki demnächst einführt. Ja. Es sieht aber gerade aus, als wäre Kinn so unaufhaltsam. Die Downs, ich glaube, da wäre eine F-Smash drin gewesen, vom Timing her, aber. Ja. Er hat einen Hammer-Hit von der Side B gefressen. Alles gut. Und ja, so, es sieht sehr gut aus für Kinso. Aber genau die, so sieht er die SDI ein. Das ist aber auch so Bockshit, dass er da so krass raus SDI hat aus dem Blizzard. Jetzt ist immer so die Frage, wenn man über SDI redet, eine Box hat die Consistency und die einfache Execution, aber Controller hat mehr Peak-Inputs für SDI, weil die Box irgendwie so gedrosselt ist, wie so ein scheiß Mofa. Controller hat mehr Angles, Also auch deutlich mehr Angles, aber wie wichtig sind so viele Angles? Ja. Schöne Downer und das ist wieder eine Edgeguard auf Soko. Downer in die falsche Richtung. Okay. Und das letzte Set ist kind of genauso gestartet. Ja. Und dann hat Kinso das Game noch verloren. Ja, er wurde gecrabbed in der Corner. So ist es. Oh, der Backthrow F-Tilt. Nikki die Mix-Ups, Alter. Und das ist der Stock, okay. 4%, holy basically nichts gegen den letzten Stock. Also wenn er jetzt schafft, Nana zu töten, bevor er seinen Stock verliert, hat er sehr, sehr gute Chancen. Sieht gut aus. Ja. Er ist immer noch von Nana. Ja, also Nikki kann intercepten, aber er target switch auf Popo und das sollte genau das Richtige sein. Und noch den Disrespect down auf die Nana. Klar. Okay, also anders als im ersten Set in Winners, diesmal Niklas mit dem ersten Game. Aha. Und auch convincing. Auch convincing. Convincing, To be fair, Winners war auch convincing, bis er halt gecrapped wurde. Ja, voll, genau. Aber FD ist halt so, das ist der Playground für die Icys, Mann. Das ist der Playground. Sie sind noch nicht in der Position, genau. Nana war noch nicht nah genug an der Ledge, um immer nach vorne zu werfen. Deswegen konnte Kinder. Paul-Kombo. Und er kriegt Paul-Kombo auf dem Popo. Und da sitzt Nikki da und sagt, Hannover Diggi. Schaut das übrigens auf Paul, der auch einen sicken Losers-Run hatte. Ja. Bis der von Kahn beendet wurde, war es fair. Ja. Paul ist auch relativ früh in Losers gekloppt. Er hat gegen Alex gegen verloren. Shimanko, ne? Erste Runde, ja. Ja, Shimanko, dem haben die Niederlagen gegen mich nicht geschmeckt. Na, hat er hart gegrindet, der Junge. Der Baby ist ready. Ich habe auch mit ready, ihm letzte Woche gegrindet. Er will immer grinden gerade. Ja, kein F-Smash, okay. Nicht gut getimed gegen die Nana, die Popo. Okay, kriegt den Regrab nicht, natürlich. Tech in Place Shine ist selbstverständlich, wie man jeden Floaty-Spieler ausrichten kann. Und dann hat er ihn einfach gecaught da. Nice. Und sehr reminiscent auf dem, also erinnert mich ans erste Game, so ein bisschen vom Verlauf gerade. Das ist sehr ähnlich. Also Niklas schon am Drücker, aber Nikki halt nicht ganz abgeschlagen halt immer. Und dann hat Niklas sich selbst von der Falco Life, Baby. Oh, wir haben gehört, das ist ein Geschenk. In der Crowd wird von Nikis Geburtstag gesprochen, denn er hatte vor 2 Tagen Geburtstag. Oh, herzlichen Glückwunsch nachträglich, wusste ich nicht. Ja. Wie alt ist er geworden? Ich glaube 27. Diese Jungspunde, Dennis. Ein junger Kerl,
Da können wir ja nicht mitreden. Da können wir nicht mitreden. Wir Ü30-Party hier. Du holst mich auch ein dieses Jahr, ne? Ja, ich werde 32 nächste Woche. Nächste Woche? Okay. Nächsten Mittwoch. Dann gibt es so 3 Monate, wo wir gleich alt sind. Nein. Das ist echt lustig. Du bist ein Sommerkind. Ich bin 6. Juli hier. Ja. Der F-Smash Nana. Das ist Nana und der Popo. Was soll der arme Kerl auch machen? Ja, Falco hat nicht nur eine Lasergun und die längsten Kung-Fu-Legs, die du jenseits von Sheik treffen die, kannst. Die, by the way, aus Stahl und unverwundbar sind. Voll. Er hat auch noch den Schnabel, der die Ladies zum Heulen bringt. Es ist unfassbar, was Falco alles durch den Helm bringt. Und Sobo ist aber, so, ich habe eine Dash-Attack. Ja, aber die haben schon dicke Knüppel so. Das sind schon dicke Knüppel, die die da in der Hand haben. Das sind schon Knüppler. Ey, wir haben früher, du kennst noch PM, ne? Dieses verbotene Spiel. Erinnerst du dich noch an Relinquished, so ein Typ aus Österreich, der übertrieben gut im PM war? Der Name sagt mir was, ich kann mich nicht an Gesicht erinnern. Der hat jedenfalls immer Ike gespielt im PM. Und es war immer so Hype, weil wir sehen ja Ike nie, weil wir spielen ja wir spielen Melee so, ne? Und Relinquished hat immer Ike gespielt und bei Ike sind alle Moves so übertrieben krass. Die machen so BOM, so, ne? Ja, klar. Und es ist kein Schwert, es ist mehr so ein Knüppel. Und wir haben immer gesagt, der Knüppler! Und da hat Kinzo sich hier das 2-0 reingeknüppelt in Grants. Es ist das erste Set, potenziell das erste Set. Also das haben wir schon so oft gesehen. So Doubles haben wir es auch gesehen, auch wenn es wehtut, drüber nachzudenken. Oh so. Mann, wir haben so gut gespielt. Das erste Set geht verloren, auf einmal hier tritt er aus der Winner's Side auf. Aber zurück zur FD, logischerweise. Also für ja, Ice ist es immer ein No-Brainer, da hinzugehen. Wo will er hin? Ja. Egal gegen welchen Charakter. Weißt du, warum er sich fragen muss, wo will er hin? Weil wo will Falco hier auch hin? True. Es gibt keine Plattform, auf der er sein kann. True. Wo willst du als Ice hin, wenn Falco nicht weiß, wo er hin will? Das war sein. Actually insane Reaction-Timing von Niki, dass er den Grab mit Sobo noch bekommen hat. Und zieht den ersten Stock, sein erster Lead in diesem ganzen Set. Ja. Was man nicht glauben würde, wenn man das Winner-Set gesehen hat. Ja, das ist true. Oh, Jab Reset. Aber oh, er ist sofort Insta-Mash. Oh mein Gott, Niki ist so ready für diese. Oh mein Gott. Aber okay. Niklas SDI ist auch ready. Es ist so krank. Ich kann nicht fassen, was wir hier sehen, Alter. Oh, ja. Geeisknüppelt, man. Es gab vorhin so ein Set, wo King gegen Khan gespielt haben. Und da gab es so einen Moment in Game 4, wo King und Khan einfach, es sah aus, als hätten die beide Handwarmer aufeinander gemacht, aber out of shield. Alter, Handwarmer out of shield, das ist neuer Tag. Und genau so war das auch gerade. Ja. Also die waren beide so, das ist, als hätten die so genau ihre Frame-Tight-Inputs geübt gegeneinander in Situationen, wo sie eigentlich nicht sein wollten. So. Aber das 2-0 steht, ich meine, Yoshis ist halt schon ein harter Counterpick und den muss Niki, selbst wenn er das hier jetzt gewinnt, zweimal gewinnen, um ja. Hier in der und Niki wird dieses Game wahrscheinlich gewinnen, weil das hier ist ein Stock, ja. Ah, das war ein bisschen früh. Okay. Ich habe nicht in Kinzos Survivability believed hier, aber sehr, sehr gute Recovery von Big Kins. Es gibt, to be honest, ich meine, du hast so lange mit Wobbling gespielt, es gibt doch nie, also das hier ist anders als Wobbling, aber bei Wobbling war es noch geiler, wenn sie dich gewobbelt haben, sie haben dich, sie wobbeln dich und finishen zu früh und du überlebst einfach. Das ist das beste Gefühl, Mann. Das war so juicy. Shoutouts an Dolby. Shoutouts an Nomlix, Mann. Oh ja. Jeder hat seinen Eisklammer. Jeder hat seinen Eisklammer, so wie, Mann. Ja, ich habe Shoutouts an Dolby. Shoutouts an Wuchtbrumme auch. Wuchtbrumme Berliner Icees, auch Legende. Warum der nicht hier ist, wundert mich, weil der kommt immer zu den großen Turnieren. Wir sehen ihn 4 Jahre nicht und er kommt zu einem großen Turnier. Oh mein Gott! Die einfach Marth Ledge Snap hier. Also Marth Grab Ledge Snap. So, das wollte ich sagen. Bro, Niki ist einfach ready für alles. Ey, dieser Mann. Das Ding ist so, ich glaube, Niki ridet auch immer ein bisschen den Surprise Factor, weil ja. ICs waren immer traditionally ein ganz guter Charakter. Eine Zeit lang viel stärker vertreten als heutzutage. Und Niki hat alle Tricks im Basket alle, von den Icelanders alle. Auf Lage. Und es ist immer so, ich sehe immer so random Clips auf Twitter von ICs, die irgendwas machen ab und zu. So irgendwelche coolen Setups, coolen Sachen. Und ich denke mir immer, gehe ich in die Kommentare und mache @Niki, @ich Niki und dann denke ich mir so, warum? Er kennt das. Er weiß das sowieso. Warum soll ich den adden? Macht keinen Sinn. Und sagt er so, kenne ich, habe ich erfunden. Mann. Hat er erfunden, Dicker. Ja, und das ist das Ding mit Niki. Er ist dieser Ice-Climber-Spieler und ich hoffe, wir werden das bei Collision genauso sehen, wie wir das Ich hoffe, er hat wirklich irgendein Wobble-Ding gefunden und gewinnt einfach Collision. Und gewinnt das Turnier einfach aus keinem Grund, weil es ist halt nicht gebannt, was soll man machen. Ja. Und Leute sagen so, wow, that's so lame. Und alle so, nein, Bro, er hat es gerade erfunden. Komm, still. So.
Das ist auch, als Wobbles diesen Run of Evo 2013 hatte, ne? Ja. Ich war der größte Fan davon. Ich fand es so cool, weil er, also das Ding ist, das Neutral Game wird halt 10-mal mehr important, wenn ein Grab alles entscheidet. Ja, so, aber Wobbles hat es halt insanely gut gemacht. Gerade ja. für die Zeit. Das ist der Stock übrigens. Oh no! Digga, hör doch auf, alles zu cursen, Mann. Du cursest zu viel jetzt. Cursed. Ja, Mann. Die einzige Erinnerung an Evo 2013, ich habe, ist der geile Fistbump mit Agebox von Wobbles, weil es Best of 3 war, Mann. Ja, Mann. Ey, Winners Finals Best of 3 ist auch bonker, es ist halt Evo. Nana! Bro! Und Nana. Ja. Nana. Und Nana kassiert dafür. Das war actually crazy, dass Nana diese Nair offstage noch gemacht hat. Es sah aus wie ein normal, wie ein Player-Control-Character, ja, einfach. Wie ein PCC. Oh, und die Rakete, Dicker. Kennst du das, wenn du so eine Hitbox, die genau so treffen soll, gar nicht die Eis, und sie fliegt genau so zur Seite, wie sie soll? Ich bin auch so, das ist die Rakete, Alter. Das ist oh, diese komische Nana-Teleport da. Ja, Mann. Damn. Und das ist ein Stock. Das muss es doch sein. Execution, wie du gesagt hast, ja, Execution genau. muss noch gehittet werden, aber... Aber das ist es, ja. Aber und Nikki hat die Execution. Ein Stock vorne in Game 4. Und Nikki hat no more games to give für Winners. Er könnte das Turnier aus dem Winners immer noch gewinnen, na klar, aber er liegt 2-1 hinten. Wenn er jetzt hier gewinnt und er ist Stock vorne, dann, Bro, dann wird Kinzo sich wahrscheinlich ein bisschen den Arsch voll scheißen. Wahrscheinlich. Sagen wir es, wie es ist. Weil, again, genau worüber wir gesprochen haben bei Game 1 aus Winners Final, Niklas puttet all diese Arbeit rein. Ja. Und es sieht wirklich aus, als hätte er einen sehr, sehr guten, sehr, sehr gute Antworten auf so Metagame-Sachen ja, aus dem Matchup. Und Nikki better playert ihn einfach auf Rando, so, ne? Und dann fühlt sich doch aber, scheiße. Aber man sieht sich an und man versteht, warum Niklas gesagt hat, er findet, er ist gut vorbereitet im Matchup. Auf jeden Fall. Man sieht das. Er hat definitiv die ganzen Nana-Kill-Setups down, nicht nur auf Yoshi, sondern halt wirklich killt sie sehr konsistent. Ja. Ist auch gut gegen Sopo. Also die Sopo ist halt so hart, aber er ist trotzdem unheimlich gut dagegen. Ja. Deswegen, es würde mich nicht wundern, wenn er es hier gewinnt, noch das Game. Was ich mich jetzt frage, das ist Stock so clean gespielt. Was ich mich frage, ist, wenn er das Game hier verliert, ob er crumbled. Genau. Ob er sich denkt, krass, das ist genau wie im ersten Set, ich habe all diese Arbeit reingesteckt und es ist einfach von nothing. Oh, ey, das ist so ein Nikki-Curb. Das ist der größte Nikki-Curb, den ich je gesehen habe. Voll, auf jeden Fall. Nikki weiß einfach, dass du da shielden wirst, weil Nikki weiß, du willst dann eigentlich einen Shield-Drop machen, so, ne? Ja. Hat er gegen mich, ich hatte ihn im Pools auch gemacht, hat einfach auf die Top-Plattform gestellt, gewartet, ich bin hochgesprungen, er greift mich so. Was machst du? Warum machst du das so? Okay, was habe ich dir getan? Nikki kriegt den Read auf die Rolle nicht. Und das könnte Popo sein. Ja, down air. Der Nana ist dood und das könnte das erste Set sein. Das erste das Set ist sein. Wahrscheinlich, also wenn wir jetzt nicht den größten Kommentar des Kurs Moment aller Zeiten haben, ist das erste Set entschieden. Kinzo und Nikki stehen 1-1 in 2024. Kinzo gleicht aus am heutigen Abend und jetzt das zweite Set und dieses Set entscheidet das gesamte Turnier. Chat, ich möchte schon mal eine Lautstärke-Warnung reinhauen, falls Niklas gewinnt, weil dann werde ich hier rumschreien, dann wird wehtun. Bro, die Falkensee-Chants, wenn Nikki gewinnt, werden nicht von dieser Welt sein. Falkensee, ey! Fängt auf jeden Fall schon mal besser an. Für Nikki als eben. Da wurde er nicht direkt Zero to Death. Ja, das ist der erste Stock für Nikki diesmal. Ja. Heide ist der größte Nikki-Fan in der Crowd gerade. Ich hab's auch gehört. Das Ding ist, das erste Mal, als wir in dieser Venue waren, war das National Acadian, ja? Ja. Ah, war das hier gewesen? Ja. Sorry nochmal für mein Turnier am selben Wochenende. Ja, voll. Saarland Summit, ja, stimmt. Das war das Acadian Nummer 3. Da kickste war 3, jetzt wird die kickt oder so. Weiß ich nicht mehr, wie die hieß. Die Name. Ne? Und da hat Heide das erste Mal in ihrem Leben so ein richtig großes Turnier mitgespielt. Nice. Und sie hat im Losers Runde 1 gegen Sienna gespielt. Die beiden haben vorher noch nie ein Set gewonnen. Hm. Und die haben, ich glaube, es war Game 4, Heide hat verloren und Heide war so übertrieben am Shaken. Also sie hat sich so richtig gewackelt. So, ne? Sie hat es in ihrem Leben noch nie erlebt, wie das so Competition ja, so, ne? Das ist krass. Das ist krass, wenn man das erste Mal hat. Voll. Puls auf 140, Mann. Und Nikki ist ja Melee-Coach und Marley ist Sportmentalität-Coach. Ja. So, ne? Der hat glaube ich, Sportwissenschaften studiert und ist halt so krass. Mentality-Coach. So. Und Marley und Nikki haben Heide halt so geholfen, darüber hinwegzukommen, dass sie hat so eine halbe Stunde gejittert einfach so. Ja. Deswegen ist Heide selbstverständlich der größte Nikki-Fan, weil Nikki war an ihrem größten, an ihrem schwersten Moment war er für sie da, so weißt du.
Deswegen hören wir sie in der Crowd schreien, sich ihr Leben aus dem Leib schreien. Oh mein Gott! Nana safe. Nein, nein, du verstehst nicht. Es war ein Setup. Es war ein Setup. Okay. Ich sehe. Außer ich Clip in den Chat. Digga. Clip Setups, Mann. Die hat normalerweise nur Öffnen. Jetzt ist Niki auch da. Als wäre Niki nicht der Twitter Clip Goblin auch true, so. True. Oh, ja, kriegt die Dash Attack nicht. Ich glaube, für einen Grab hätte er gehen können. Und das wäre halt auch secure, der Stock gewesen. Oh. Das ist es doch. Oh mein Gott. Und anstatt für den Down Smash zu gehen, die getroffen hätte, geht er für fair zu F Smash, was einfach... Er wusste halt. Fucking beautiful, Digga. Und das ist Nana. Und das macht das Game für Niki immer noch schwer zu gewinnen, obwohl er zwei Stocks zu einem vorne ist. Er ist jetzt Sopo. Und wir haben schon darüber gesprochen, wir haben es auch mehrfach gesehen, vor allem in dem ersten Grand Final Set. Kinso hat sich sehr viele, sehr intensive Gedanken über dieses Matchup gemacht und fühlt sich wohl darin. Und das ist das Letzte, was Niki sehen will. Und das ist eine Bär und das ist der Stock. Das ist nicht der Stock? Nicht der Stock! Okay, Nikis DI ist aus einem anderen Universum. Top-Player DI, was soll man sagen? Top-Player DI, so ist es. 28% ist nicht viel, aber er darf sich jetzt keinen Fehler erlauben, wie wieder im ersten Winners-Game in der Kante gegrabt zu werden. Das hier geht noch, das ist noch kein toter Falco. Ja, voll. Dieser Eisblock war actually. Wenn er jetzt scary. Nana tötet, wird es scary für Niki. True. Aber kann es nicht finishen. Und Niki wartet jetzt immer genau die 6 Frames, damit Nana auch bei ihm ist, weil er weiß genau, er will ohne seine Freundin dieses Spiel eigentlich nicht verlassen. Ja. Oh, das könnte es sein. Doppelbär, eine Smash-Attacke in der Luft. Ja. Und das ist das erste Game, Game für Niki. Und wie muss ich Kindle jetzt fühlen? All diese Arbeit und schon sitzen wir wieder hier in derselben Position. Tupifair hatte nie wirklich eine Lead gehabt. Es ist, denke ich, nicht so hart auf ihn, wie es im Winner-Set war. Okay. Weil er hatte nie wirklich die Lead gehabt. Okay, ja, im Winner-Set hatte er die ganze Zeit die Lead und wird dann so im letzten Moment einfach weggegriffen und weggegobbelt. Aber wenn du jetzt einmal rauszoomst und sagst, auf Turnierperspektive? Turnierperspektive, damn. Ich bin nie weit genug im Turnier, dass ich eine Ahnung von Turnierperspektive habe, Digga. Ich habe keine Ahnung. Ihr seid zu wenig Leute für Weeklies, weil ich bin öfter im Weeklies Grand Final, weil halt nicht genügend gute Leute da sind. Die sagen, wie es ist. Kein Disrespect an die Leute, gegen die ich dann gewinne, aber ja. Wir haben halt Leute wie Domme und Niki und Khan und wenn die nicht da sind, dann... Ja, ist okay, das sind backhanded Compliments, so. Das ist alles okay. Ich meine es wirklich nicht böse, aber so, ich kenne die Situation auf jeden Fall, im Grand Finals zu sein und auch mal Grand Finals Set 1 verlieren zu können. Oder auch aus dem Losers zu kommen und sich zu denken, weißt du was, ich weiß genau, wie das ist. Es bedeutet nichts, wenn man das erste Set gewinnt, so weißt du. Und ich meine, Niklas war oft genug in dieser Situation. Voll, ja. Aber warte, wie oft wirklich? Das hat mir ausgesehen, als wäre auch eine Situation gewesen. Calm and collected, man. Und dann wird er gegriffen. Okay. Du, die SDI ist immer noch da. Voll, ja. Und das ist, ja, der RG für die Ledge. Ich finde, fair einen Call für die Ledge zu geben. Er hat auch nicht viel dadurch verloren. Ja. Hat natürlich das Opening weiter fortführen können, aber hat immer noch ein bisschen Damage machen können. Also Niki hier... immer noch ein bisschen einen Vorteil am Erschleichen, natürlich nachdem er den ersten Stock relativ schnell gezogen hat. Meint er, wie schnell er da raus ist. Das ist Nana Stock. Ja. Sie hatte keinen Sprung, sie hatte keinen Nix, sie hatte keinen Willen mehr zu leben. Ach, das ist so scary, das ist so scary, Alter. Das ist eine Bär, aber eine sehr weake Bär. Der läuft einfach durch ihn durch. Läuft einfach durch ihn durch. Dann eine Wave der Down Smash machen. Ja, aber das hat er gekauft. Kinso ist das egal. Kinso sagt, ey, du bist da jetzt auf Stage und genau da ist meine Bär, wo sie sein soll. Ja, das ist der Bär und das ist der Stalk. Ja. 0%. Damn, das sind richtig gute Sets. Das sind richtig spannende Sets einfach. Das ist so nice. Ich liebe gutes Melee. Voll. Wir hätten, glaube ich, ist auch für die Storyline gesehen. Das Beste. Wenn Khan gewonnen hätte, hätten wir wahrscheinlich keinen Reset gesehen. Ja. No disrespect an Khan, aber wahrscheinlich nicht. Ja. Also es ist auf jeden Fall für die Storylines einfach 1 gegen 2. Es ist einfach das Grand Final, das die meisten haben wollten, denke ich. Fall. Ich meine, logischerweise haben wir... Oh mein Gott! Oh, die Khan-Fans? Bro! Okay. Niki war so fucking ready. Und das Ding ist, ich dachte, er kann sich zufrieden damit geben, dass er rechtzeitig an die Kante gekommen ist, weil er wusste, dass das der Stock sein wird. Aber er ist nochmal für die Back-Air von der Kante gegangen, um zu sagen, Bro... We got those. Ja, ja. Damit Kinso ab jetzt wirklich alles respektet und Kinso vielleicht auch ein bisschen Schiss bekommt, vor was er alles respekten muss. Das finde ich, das ist genau so eine Metaperspektive, die ich mir denke. So, dass Niki geht für diese unnecessary back air, nur damit Kinso weiß, die wäre auch da. Ja, ja. Nice, Niki geht nicht für Niki geht an die Kante, refreshed, Invincibility, guter Ledge Dash. Er hat nicht auf den Punish Tunnel Vision. Oh mein Gott! Und genau was wir im Winners von Kinso, von Kinso gegen Khan gesehen haben, wie auf Randall. Ja. Niki war genauso ready für Randall, wie Kinso das von gegen Khan war. Und das ist genau, wo das Turnier sich entscheidet. Die 71% ist eine Menge. Die Top 2 Spieler sind die ready für Randall sind. Ja. Oh.
gib ihn noch. Oh, Digga, der war so juicy. Ich hab sie auch hinten sehen. Der Blizzo, Digga. Er kriegt den Grab nicht. Kinzo macht den Spot Dodge. Was macht Nana? Wo ist sie? Nana ist nicht Alter, ready. Alter, der Reed. Der Reed ist so krass, dass er da einfach hingeht. No fucking way. Und Niklas geht für Popo. Nein, er Tunnel Vision zwischen den beiden. Er wollte ein Tor schießen. Ja. Mit Nana macht nichts. Nana macht nichts. Oh mein Gott, aber Niki trifft. Und Nana ist immer noch am Leben. Und die Abwehr. Und jetzt sind die Eisklammers wieder zusammen. Und das ist die gefährliche Situation für Kinzo. Und diese Bär tötet immer noch nicht. Und Nana Kinzo kriegt die Down auf fucking go, Alter. Gerade als Niki dachte, dass Kinzo auf Nana Tunnel Vision ist, er genau in dem Moment ready für die Dare auf Popo. Als Niki sich am sichersten gefühlt hat, hat ihn das im Stich gelassen. 1-1. Und das wäre so okay. Oh, okay. Noch nicht. Okay, maybe okay. Doch. Ja, er hat den Sprung immer noch behalten. Ja, Boxengel, er lebt. Oh, einfach die Soluigi-Tilt, Alter. Digga, Down-Tilt, Down-B in eine Richtung, Down-Smash in die andere Richtung. Das alles gecovert, man. Jetzt ist die Chance für Niklas, richtig Pressure zu machen. Wenn er, oder er stirbt halt. Kann auch sein. Geht auch manchmal. Bro, sehen wir sehen wir einen Four-Stock in Grants? Nie im Leben. Nicht ohne Nana, Digga. Außer wir unterschätzen Niki maßlos. Da ist die Dash-Deck, da ist die andere Dash-Deck, aber Niklas weiß genau. Spotter Schein, Mann, wie ein Großer. Niklas weiß genau, das ist das Einzige, was Icys machen können, wenn du rausgehst, ist Dash-Deck. Und natürlich kannst du die immer Spot-Dodgen. Natürlich. Back-Throw. Echt wirklich gute Idee von Niki hier, muss man sagen. Aber Niklas war kind of smart, smart enough so. Was nicht im Reset, in dem ersten Set, war es da nicht auch so, dass Niki zuerst geführt hat auf FD und Niklas ein Comeback gemacht hat? Ja. Deswegen, das hier ist noch nicht vorbei. Das ist, das könnte, das, ich glaube an Niklas. Auch wenn es FD ist. Okay, Backthrow. Okay, ja, natürlich geht clean. Aber das Ding ist, er geht für den Left Grab, aber ist trotzdem immer noch ready für die Side B on Stage. Und das ist halt, das ist, wie schnell Niki ist. So. Ja. Er realisiert, dass die eine Option nicht mehr viable ist und geht schon für die andere und er hat es vorher in seinem Kopf geplant. Und auch hier, ja gut, diesmal hat die Downer ihm nicht geholfen. Er hat zum Set im Winners. Im Set im Winners konnte er mit der Downer sehr gut einen Edge Guard holen, aber hier war es klar, er hätte eigentlich Left Grabben sollen. Ja. Und Kinzo war diesmal. Ja, ich glaube, das war es jetzt. Okay, Sprung, aber er ist immer noch in Let's Snap Range und macht die doppelte Side B, so schnell es nur geht. Grab und ja, das ist das Game. Wir sehen Game 4. Game 4, Niki 2-1 vorne, beide im Losers. Kann Kinzo es nochmal zu Game 5 pullen oder wird Niki dieses Turnier an sich reißen? Niki hat jetzt schon das erste Set des Jahres in Deutschland verloren. Ja. Das hat letztes Jahr länger gedauert. Ja, letztes Jahr, wann war es letztes Jahr? Ich glaube im April. April, ja. Und danach kein einziges mehr. Und es war auch gegen einen Falco. Ja. Aber es ist jetzt im Gegensatz zum Reset-Set, selbst wenn es zum Game 5 kommen wird, hat diesmal Niki den Counter-Pick-Advantage. Ja, es ist wahr. Deswegen kann er, was ist denn gut für wahrscheinlich Stadium? Ich würde sagen, lass uns erstmal das Set anschauen, bevor wir hier über Counter-Picks reden. Ich würde sagen, Stadium oder Dreamland sind die besten für ICs hier. Ja. Okay. Es ist. Diese Bär hat so ganz barely einfach noch vor der Dash getroffen. Dass es kein Trade war, war Strange. Die Bär hat barely getroffen. Ich wollte kein großes Ding draus machen. Aber ich will ein großes Ding draus. Es war ein Versehen. Chad, press one if you want to ban Spino. He's so mean. Ja, Mann, okay. Stock Lead, aber 61%. Das ist Stuttgart-Chance wieder da. Stuttgart-Chance. Keine Falkensee-Chance, oder was? Falkensee! Ich hab Falkensee-Chance kurz angekurbelt und sehr gut. Oh fuck, Falkensee gegen Leonberg. Leonberg. Vorort gegen Vorort. Shoutouts an Leonberg. Die Leonberg Suburbian Pimp-Sticker. Okay. Wow, dass dieser Jab nicht getroffen hat, macht mich ein bisschen betroffen. Boah, warte, hat er das mit Absicht gemacht, das Movement da, das komische? No way, oh mein Gott, Kinzo geht for it all. Na klar.
Na klar, er liegt ja auch vorne. Na klar. Ja, muss er. Und das ist Nana. Und das könnte Sopo sein. Oh, oh. Geht Nicky für den Backthrow? Nein. Er geht für den Tag Chase, aber ja. Oh, ich wollte sagen, aber ja, keine Chance, aber nein, er kriegt den Tag Chase. Er kriegt den mächtigen Shield Damage mit der Abwehr. Ich glaube, mit zwei Hitboxen auf, von der Abwehr ja. auf den Shield und dann kriegt er die Backair auf die Rolle. Geil. Wirklich, wirklich, das ist genau wieder, was wir meinten, als wir vorhin schon darüber gesprochen haben. Nicky ist einfach, er ist der Einzige, der Ice Climbers noch so gut kennt. Ja. So, weißt du? Ginzo ist nicht ready. Manchmal sagt er sich so, Bro, was ist das für ein Charakter? So, weißt du? Und Nicky ist so, na klar, habe ich mir das angeguckt und angepasst. Oh, Nana! Oh! Not like this, man. Und Nana mit dem Assist in Game 4. Ginzo hat keine Games mehr to give, aber Nana sagt so, Bro, wir gewinnen jetzt. Falkensee in the building. Hat er sie erstmal für getreten, das ist jetzt... Aber sie kommt zurück. Und Nicky wartet mit der Get Up Attack, um den Grab zu kriegen. Und er kriegt den Grab in der Kante. Und das könnte der Stock sein. Wenn Nicky die Execution nicht abmesst, ist das wahrscheinlich der Stock. Und das ist Kinzos letzter Stock in diesem Turnier. Er hat keinen Stock mehr zu geben. Wenn er dieses Game gewinnt, hat er nochmal vier neue. Aber das hier ist potenziell das alles, wofür er die ganzen letzten Monate gearbeitet hat, wofür er das ganze letzte Jahr gearbeitet hat, um zu beweisen, dass er besser als okay, das okay. All Steve, comes down to this stock. Und Nicky geht jetzt random Grab in der Ecke. Ja, safe. Oh, nein, Ginzo hat ihn. Ginzo hat ihn. Wir sehen Game 5. Ich call es jetzt. Und da ist Nana. Was kann Nicky jetzt noch machen? Ginzo hat sich so proficient in dem Nana-Game erwiesen. Ja, kein Sprung. Ja, Niklas, baby! Das ist mein Goat. Das ist mein Goat, Mann. Bro, es ist Game 10. Der König von Leonberg. Es ist Game fucking 10, Digga. Game 15. Game 15. True. Niki gegen Ginzo. Die Ranking-Götter hatten recht. Die beiden waren sehr eng beieinander. Das eine Jahr war der besser, das andere Jahr war der besser. Aber am Ende des Tages ist nichts besser als ein direkter Vergleich, um herauszufinden, wer der Champion of German Melee ist. Ist es Niki aus Falkensee oder Ginzo aus Leonberg? Ich bin dafür, dass PR wird rewritten, wenn Ginzo das gewinnt. Es müsste rewritten werden. Hey, wir warten ungefähr noch 9 Monate und dann haben wir es. Da ist Nana wieder back. Ja. Keine Downhill. Und Nana ist jetzt tot. Und das ist... It all comes down to this, bro. Game 15. Nicky gegen Ginzo. Und Nicky hält sich wacker mit dem Sopo im ersten Stock. Aber Ginzo hat sich schon ganz schön einen Vorteil ergattern können. Hier. Let's go. Und das ist der erste Stock noch nicht ganz. Denn wir kennen Nicky, seine Recovery ist in Bonker Crazy. Aber es ist nicht ganz die Marley Recovery. Okay. Fühlst du einen Pop-Off kommen? Oh ja, oh ja. Fühlst du einen Pop-Off kommen? Ich fühle einen Pop-Off. Ein Pop-Off liegt in der Luft. Oh, die Plattform! Da geht für den Downswitch, aber die Plattform ist da. Nicky, warum counterpickst du die Stage, wenn du sie nicht kennst? Oh, die Nair? Okay, spannend. Oh, gestraight Angle. Hat immer noch nicht kriegt, aber die Fair und poppt ihn hoch. Kein Sprung, aber er ist nicht ready, das zu punishen jetzt. Er wartet einen kleinen Moment und wartet, ob Ginzo springt oder nicht. Ja. Und dann geht er mit der Bär da rein, weil er weiß, wenn er springt, dann trifft die Bär. Die hat so eine riesige Hitbox und trifft auf so viel Distanz. Und das ist Nana Stock. Sie hat noch einen Sprung. Ah, der safe. Der safe Nana. Er haut Popo auf Stage. Ich weiß nicht, ob das die beste Entscheidung war. Ich glaube, er hätte sich lieber um Nana kümmern sollen. Aber Target switchen ist nicht immer leicht, vor allem, wenn man den ganzen Tag gespielt hat. Er war auch in Doubles Top 4. Er hat den ganzen Tag gespielt. Nicky hingegen hat Doubles ausgesessen, hat sich vorbereitet auf dieses ganze Singles-Turnier. Alter, du hast so Meta-Gedanken, das wird mir überhaupt nicht einfallen. Na, selbstverständlich, deswegen bin ich ja auch hier. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und Nana! Reverse? Leider Reverse. Weil das ist der Stock, oder? Das wäre der insaneste Play für Nicky gewesen, aber... Nana hat ihm letztes Game schon geholfen. Das wäre auch zu viel jetzt. Und Nana tauntet jetzt, weil sie sagt, ich habe mich wirklich gut geschlagen, aber... Ja. Und da ist die Doppelbär, eine Smash-Attacke in der Luft, wie wir immer sagen, wenn beide Ice Climbers Hammer treffen. Down-Throw actually gut, weil es sehr schwer ist für Popo da reinzukommen. Oh, und der kriegt den Grab natürlich nicht, weil Ginzo weiß, weil alles, was Nicky will, ist ein Grab in der Corner. Und Nicky selbst, also er ist wirklich ein Big Brain, ein Cerebral Assassin Type of Spieler, ja. Aber selbst er in Game 15. Oh, Mann, das tut! Oh mein Gott! Selbst er in Game 15 fault für die Trap von, wenn er in der Ledge ist und ich ihn grabben will, dann grab ich ihn einfach. Und Ginzo ist ready mit den Spot Dodges. Und das Laser Game wirklich scheiße aus für Nicky. Last Stock und das für ist Nicky. Der Turnierstock für Nicky so oder so.
Und er kriegt die Grab wieder nicht. Die Nikki Chance. Geht offstage und kommt mit dem Jungen mit Rad zurück mit der Back Air von offstage. Und das ist noch nicht, nie im Leben ist es da. Er hat den Sprung und er geht zur Lash und Nikki covert die Lash nicht weiter. Der Angle ist so weird. Wenn er den geht, er ist Boxspieler, bitte. Eben. Oh mein Gott, kann Nikki den Stock ziehen? Da wird Kinzo das Turnier an sich reißen. Okay, oh, ist das? Das könnte der Stock das sein. Ist der Stock, das ist der Stock, ja. Last Stock! Game 15, einige Prozent auf Nana hier. Einige Prozent auf Nana, es stimmt. Und Nana stirbt nicht. Nicht greifen! Und Nikki will den Grab kriegen oder kriegt einen Grab? Er kriegt den Grab nicht! Er geht für den Durchschlag, er kriegt für den Down Smash, damit ihn auf Stage schaut, aber nein! High Octane Melee! Beide wissen überhaupt nicht, wohin mit sich. Und beide Eisklappers kommen zurück. Oh mein Gott, und Nana mit dem Abtilt, der die Welt verändert. Was ist denn? Nikki geht mit einer 40. Der Stein, und dieser Grab entscheidet das Turnier. Nikki gewinnt. Kiez Klatsche 1. Showdown und Kutschi. Ah, das ist so devastating. Und Nikki hat durch alles, durch diese 15 Games, hat er am Ende des Tages ein ganz klein wenig mehr bei a fucking margin die Nerven behalten, ja, und ist nicht für eine dämliche Scheiße gegangen und hat es geschafft, dieses die Welt bedeutende Set zu entscheiden. Und Nikki ist der Champion von Kiez Klatsche 1, Showdown am Kutschi. Showdown an Nikki! Ah. Er denkt, da kommt noch jemand. Er sitzt da, trinkt Wasser, hat seine Kontrolle eingeschöpft. Er denkt, es kommt noch jemand. Nein, Nikki, er hat es geschafft. Er hat den zweitbesten Spieler Deutschlands in 15 Games in die Knie gezwungen. 15 Games. Kinzo ist mit Sicherheit nicht glücklich darüber, aber er sollte stolzer sein, als er gerade ist. Ja. Das ist so, die Art und Weise ist so traurig. Ich meine, Spaghetti, es passiert halt in Game 15 insbesondere. Ja. Da ist er einfach Miss Input Standing Laser. Und da ist der Champion, da kommt er. Da ist Nikki. Ich hoffe, ihr hört die Crowd. So, wir bekommen jetzt noch Anweisung vom TO. Ich weiß nicht, was er flüstert gerade dem Dennis ins Ohr. Vielleicht machen wir noch ein Winner-Interview oder so. Kann ich mir vorstellen. Ja. Seht euch diesen Mann an. Okay, jetzt bekomme ich auch ins Ohr geflüstert. Spino, we got cruise going on and I'm supposed to make a shout-out. Wieso bin ich Englisch? Okay. Spino, es war mir ein absolutes Es war so herrlich, Mann. Ich dachte, es wird viel mimiger, als es ist, aber es war einfach geil, Digga. Ich bin doch kein Meme-Lord. Für wen hältst du mich? Okay, ich muss jetzt ein Announcement für Cruise machen. Ja, Mann. Und Shoutouts an Nikki und jetzt kommt Cruise. Das Main-Event, Kiez-Klatsche. Cruise, 5 gegen 5, Cruise. Jetzt geht's los. Kiez-Klatsche.